Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um den Chicken Wing gehen oder besser gesagt, ich möchte euch aufzeigen, wie ihr die Arme durch den Ball strecken könnt, welche drei Dinge dafür notwendig sind. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr ihn abonniert oder mir einen Daumen nach oben gebt. Mein Name ist Karl Füllwock. Golflehrer im Golfclub Hamburg-Holm und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim kommenden Video. Heute wollen wir also die drei häufigsten Ursachen besprechen, warum man die Arme durch den Impact hindurch beugt und nicht in so eine schöne Streckung zu kommen. Und als erstes sollte man wissen, natürlich gibt es auf jeden Fall Ursachen. Und wenn man einfach versucht, die Arme mehr zu strecken, ohne dass sich der Körper richtig bewegt, ohne dass sich der Schläger richtig bewegt, ohne dass sich die Schlagfläche richtig bewegt, dann wird das Ganze höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Und sollte es funktionieren, macht es teilweise Sachen nur noch schlechter oder kann teilweise zu Verletzungen führen. Und genau das Ganze wollen wir natürlich vermeiden. Dafür gibt es dieses Video heute. Die erste Ursache, warum man es nicht schafft, die Arme durch den Treffmoment gestreckt zu bekommen, und auf jeden Fall ist das, die Arme durch den Impact zu strecken, eine Sache, die so gut wie jeder Tourpro recht gut macht, ist, dass die Schlagfläche in der frühen Phase des Abschwungs oder auch wenn der Schaft parallel zum Boden ist, zu geöffnet ist. Und wenn diese Schlagfläche jetzt zu geöffnet ist, dann ist es so, dass die Hände aktiv werden wollen, um die Schlagfläche zu squaren. Mein Schlägerkopf die Hände überholt und ihr seht jetzt schon häufig, jetzt ist es so, dass mein linker Ellbogen und mein rechter Ellbogen sich eher beugen und wir dann eher in eine gebeugte Position kommen. Und natürlich ist das Punkt Nummer 1, wo wir anfangen wollen, das zu vermeiden, denn die erste Voraussetzung, dass wir die Arme durch den Impact hindurch strecken können, ist, dass wir eine günstige Schlagflächenstellung im frühen Abschwung haben. Was bedeutet das Ganze? Und zwar möchte ich einmal, dass wir schauen, wenn wir mit dem Schläger parallel zum Boden gehen, dann soll meine Schlagflächenkante von meiner Position aus nicht nach rechts, also nach hinten zeigen. Das heißt, die Kante soll nicht nach rechts zeigen. Das hat vielleicht der ein oder andere schon mal in meinen Videos gehört. Denn wir wollen darauf achten, dass die Schlagflächenkante hier vorne, die Spitze der Schlagfläche eher nach vorne zeigt. Nach hinten wäre offen. Dann möchte der Körper immer Ausgleichsbewegungen treffen. Diese Kante soll also eher nach vorne zeigen. Denn dann haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass unsere Handgelenke in einer günstigen Stellung sind und wir es gleich schaffen können, die Hände ein Stück vor dem Ball zu kriegen, was die Voraussetzung dafür ist, dass wir durch den Ball hindurch die Arme gestreckt bekommen. Also Voraussetzung Nummer 1, die Schlagfläche muss, wenn der Schläger parallel zum Boden ist, in einer leicht geschlossenen Position sein. Leicht geschlossen ist diese Schlagfläche, wenn sie mehr zum Boden zeigt oder wenn diese Kante der Schlagfläche ungefähr parallel zu meiner Wirbelsäulenneigung zeigt, dann ist sie square bis geschlossen. Und das wollen wir erreichen, um es zu vermeiden, dass die Handgelenke durch den Treffmoment hindurch zusammenbrechen und mein Schlägerkopf meine Hände überholt, was dazu führt, dass die Ellbogen sich anbeugen. Grund Nummer 2 und eigentlich Grund Nummer 3, warum wir nicht in der Lage sind, die Arme durch den Treffmoment hindurch zu strecken und den Chicken Wing zu vermeiden, ist, dass die meisten nicht wirklich verstehen, wie sich der Körper durch den Ball strecken und drehen soll. Hört sich ein bisschen komisch vielleicht erstmal an, Strecken und Drehen des Körpers führt aber dazu, dass die Arme sich durch den Treffmoment auch strecken können. Das Ganze möchte ich einmal mit einer Übung verdeutlichen. Und zwar nehmen wir den Schläger, das Griffende in den Bauchnabel und greifen den Schläger mit der linken Hand. Die rechte Hand können wir auf den Rücken tun. Und jetzt versuchen wir mal, meinen Schläger nach links Richtung Ziel zu schwingen, ohne dass sich mein Körper dreht. Was jetzt passiert, ist, dass mein linker Arm
in eine Beugung kommt. Und hier sehen wir schon eine der Hauptursachen, wenn mein Körper im Treffmoment stehen bleibt, dann werde ich nicht in der Lage sein, dann ist hier nämlich Feierabend, wenn mein Schläger weiter sich bewegen soll, muss ich meinen Arm anbeugen und genau das wollen wir verhindern. Deswegen, was wollen wir üben? Schläger in den Bauchnabel, linker Arm gerade. Und jetzt versuchen wir mal, unseren Körper Richtung Ziel mitzudrehen. Unseren Körper Richtung Ziel mitzudrehen. Und jetzt sehen wir, ich schaffe es, meinen linken Arm gerade zu lassen. Und das Ganze sieht jetzt eigentlich aus wie ein relativ guter Golfschwung. Bedeutet demnach, relativ simpel eigentlich, wenn wir schaffen wollen, die Arme durch den Ball zu strecken, müssen wir schaffen, dass meine Gürtelschnalle Richtung Ziel zeigt und mein Oberkörper sich Richtung Ziel mitdreht. Ohne dass, wenn ich jetzt mal das Ganze mit Schwung vormache, ohne dass, wenn ich jetzt mich in diese Richtung bewege, mein Körper bleibt stehen, Oberkörper, Hüfte kaum gedreht, dann werden sich meine Arme immer anziehen und das Ganze wird nicht wirklich gut funktionieren. Also, Grund Nummer 2 ist, der Körper muss sich mitdrehen, ansonsten werden sich die Arme tendenziell immer anziehen durch den Treffmoment. Punkt Nummer 3 ist die Streckung des Körpers, damit sich auch die Arme strecken können, ist verbunden mit einer Rotation. Wenn wir jetzt also wieder hier in unsere Ausgangslage kommen und jetzt bewege ich mich mal mit, ohne meinen Körper zu strecken. Das heißt, ich lasse meinen Oberkörper und meine Beine in einer vorgebeugten Position. Dann seht ihr, auch hier beginnt mein linker Arm sich zu beugen. Jetzt kann ich noch versuchen, hier irgendwie in eine Endposition zu kommen. Aber ihr seht, das Ganze sieht unsportlich aus. Und jetzt bin ich zwar gedreht, aber meine Arme sind nicht wirklich gerade. Das Ganze geht vielleicht noch bis hier oben. Aber wenn ich jetzt nach oben möchte, habe ich keine Chance, hier wirklich sportlich hinzubekommen. Bedeutet also Folgendes, wir müssen lernen, dass sich unsere Beine, genauer genommen das linke Bein, durch den Treffmoment streckt und dass der Oberkörper auch in einer gestreckten Position ist. Gucken wir mal einmal an, was das jetzt für Positionen sind. Und wir gehen wieder in unsere Übung, die passt eigentlich für alles ganz gut. Und ich drehe mich mal hier mit, dann seht ihr, mein linkes Bein ist in einer gestreckten Position, mein linker Arm ist gestreckt und mein Brustbein zeigt leicht nach oben. Ja, wenn mein Brustbein leicht nach oben zeigt, während meine linke Schulter, das sehen wir aus der hinteren Kameraperspektive ziemlich gut, wenn meine rechte Schulter nach unten zeigt, aus der vorderen Perspektive mein Oberkörper nach oben zeigt, dann ist der Oberkörper in einer gestreckten Position. Betrachten wir erst einmal die Beine, dann den Oberkörper. Das heißt, wir sollten darauf achten, dass wenn wir uns durch den Ball drehen, sich auch das linke Bein streckt, damit wir es schaffen können, auch unseren Oberkörper und unsere Arme in eine Streckung zu bekommen. Wenn meine Beine sich beugen durch den Ball hindurch, dann werde ich auch immer eher einen angezogenen linken Arm durch den Ball haben. Wie können wir jetzt lernen, dass auch unser Oberkörper eher in einer gestreckten Position im Finish steht? Und dazu greifen wir mal unseren Schläger und wir richten uns mal auf. Wir stehen richtig stolz da, das sehen wir aus der Kameraperspektive ganz gut und wir nehmen unsere Arme einfach gerade nach vorne, also Becken nach vorne, Oberkörper ist leicht nach vorne gestreckt und jetzt drehen wir mal unser Becken und unsere Schulter Richtung Ziel. Fuß dreht sich dabei mit, meine Schultern sind jetzt noch waagerecht, mein Oberkörper ist immer noch in dieser stolzen Position, meine Brust zeigt nach oben und jetzt kippe ich meine rechte Schulter leicht nach rechts. Und ihr seht jetzt aus der vorderen Perspektive, ja, das Ganze sieht super aus. Also um ein Gefühl zu bekommen, wo wir hin wollen, wollen wir stolz dastehen, rotieren, Schulter nach rechts bekommen, um jetzt in dieser gestreckten und gedrehten Position zu stehen. Linkes Bein ist gestreckt, Hüfte ist nach vorne gedreht, Oberkörper ist nach vorne gedreht und ich habe im Oberkörper eine Streckung erzielt, wodurch es mir leichter fällt oder wodurch es mir überhaupt möglich ist, meine Arme durch den Ball hindurch zu strecken. Wenn mein Oberkörper in dieser vorgebeugten Position durch den Ball geht und meine Beine gebeugt sind, dann ist eine Streckung des linken Arms nicht wirklich möglich. Kommen wir jetzt noch zu einer Übung, wie wir das Ganze mit Ball üben können. Und dafür brauchen wir einen Schläger. Ich habe jetzt hier einen Eisen 9.
einen Ball und wir wollen kleine Schwünge machen. Wir gehen ins Setup. Wir gehen ins Setup. Jetzt machen wir, oder jetzt versuchen wir, 60-70% unseres Gewichtes schon mal auf die linke Seite zu tun, weil wir wollen jetzt gleich die Rotation und die Streckung des Körpers üben und die Arme werden nahezu automatisch sich auch strecken oder wir werden es lernen, sich zu strecken. Das heißt, Gewicht ca. 60% links, Knie leicht nach vorne und jetzt holen wir nur halb aus, also maximal bis der linke Arm parallel zum Boden ist und wir schauen, dass bis der Schläger jetzt parallel zum Boden ist, unser linkes Knie nach vorne geht und wir uns richtig schön beugen. Wir bringen richtig Spannung auf den linken Oberschenkel raus. Unsere Hände kommen gefühlt so tief, wie es geht. Und alles, was wir jetzt machen, ist das Gefühl haben, wir strecken unser linkes Bein durch den Ball, wollen in einer gedrehten und gestreckten Position dastehen. Das Ganze mit Ball. Das Ganze mit Ball. Wir stellen uns hin. Gewicht 60-70% links, kleines bisschen ausholen, ganz vieles linke Knie nach vorne bekommen, ganz vieles linke Knie beugen, Griffende gefühlt so tief wie es geht, dann strecken durch den Ball. Gucken wir mal, wie das funktioniert. Ich stehe jetzt wirklich gestreckt da, Becken nach vorne, Oberkörper nach vorne und ihr seht, meine Arme sind in einer gestreckten Position mit einer kleinen, relativ einfachen Übung. Fassen wir nochmal ganz kurz die drei wichtigsten Dinge aus diesem Video zusammen. Ihr solltet darauf achten, dass eure Schlagfläche im Abschwung leicht geschlossen ist, also die Kante parallel zu eurer Wirbelsäulenneigung ist oder dass die Schlagfläche leicht nach unten zeigt. Punkt Nummer zwei ist, achtet darauf, dass euer Körper sich durch den Treffmoment dreht. Und Punkt Nummer 3, streckt das Bein, habt das Gefühl, dass das Brustbein leicht nach oben zeigt. So erzeugt ihr eine Streckung im Körper und das Strecken der Arme ist deutlich leichter. Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe wie immer, dass euch das Video gefallen hat und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Üben. Bis bald.